Hallo liebe Waage, ich grüße dich hier auf meinem YouTube-Kanal zu deinem April-Sternzeichen-Monats-Reading. April 2021 steht schon wieder an. Und wir schauen gleich mal, was die Karten dir für den neuen Monat mit auf den Weg geben wollen. Vorab, ich wurde gefragt, Denise, was ist denn jetzt hier der Unterschied zwischen den Monats-Readings und den Wochen-Readings? Was ist denn das? Pass auf, das Monats-Reading, das ja jetzt wirklich hier für dich gemacht ist als Sternzeichen Waage, ist die Vorausschau, was dich im neuen Monat erwarten wird. Es ist ein allgemeines Reading, also nicht jede Waage, die hier zuschaut, wird sich zu 100% abgeholt fühlen. Nimm einfach die Infos, die was mit dir machen, die resonieren und alle anderen lässt du halt außen vor. Das kann ein Satz sein, der hier was mit dir macht. Es kann aber auch das ganze Reading sein. Und ich kann dich auch nur einladen, vielleicht ja in der Mitte des Monats, am Ende des Monats nochmal hierher zurückzukommen, weil vielleicht sind die Sachen dann für dich ganz anders handelbar als am Anfang, wenn du rückblickend nochmal drauf schaust. Jetzt gibt es aber immer sonntags auch noch die Wochenreadings. Quick and dirty. Schnelle Karten, schnelle Antworten. Und die sind keine Vorausschau. Das machen wir hier im Monatsreading. Die sind ein Hinweis, ein Rat. Was wollen die Karten dir für diese Woche als Rat mit auf den Weg geben? Mach mal so, achte mal auf das, leg mal den Fokus auf. Ja, die sind nicht die Vorausschau, die machen wir hier. Die sind mehr der universelle Rat, wenn du so möchtest. Okay, dann fange ich mal an zu mischen, liebe Waage. Wie gesagt, da es ein allgemeines Reading ist, kann ich dich nur einladen, vielleicht auch bei deinem Aszendent und Mondzeichen vorbeizuschauen und dir die Videos auch noch anzuschauen, weil die dir noch mehr Details liefern werden, ne? Als wenn es jetzt ein Reading nur für dich ist, ein persönliches Reading. So, ich ziehe jetzt erstmal die übergeordneten Botschaften. Die erste Karte ist schon rausgefallen. Und die übergeordneten Botschaften sind so wie dein roter Faden, der dich durch den neuen Monat leitet. Das ist so das Thema, um das es gehen wird. Und dann schauen wir doch mal, was das bei dir ist, liebe Waage. Ich mache mal die Kamera runter. Deine übergeordneten Botschaften liegen hier. Und wir haben als erstes im Rama, Where are you being called to journey to? Also vielleicht hast du in dir drin eine Aufbruchsstimmung. Du spürst ja, Bewegungsdrang, Hummeln im Hintern, sagt man ja so schön. Das kann jetzt ganz simpel gemeint sein, hey, come on, Frühjahrsputz machen, ausmisten, aufräumen. Es kann aber auch in der Tat eine Reiselust sein, die hochkommt. Mensch, ich muss mal wieder raus, ich muss mal wieder irgendwo hin, ich muss mal wieder irgendwo ankommen. Was könnte das sein? Wo könnte das sein? Es kann aber auch genauso gut gemeint sein, dass ein innerer Prozess angestoßen wird. Wohin fühlst du dich gerufen oder wozu fühlst du dich berufen? Was könnte das sein, das dich ja so ein bisschen kickt, das dich aus bestehenden alltäglichen Geschichten aussteigen lässt und dich einlädt, was Neues zu entdecken, zu neuen Ufern aufzubrechen? Ja, also das sehen wir hier auf der Karte auch ganz schön. Du stehst hier. Und wohin möchtest du reisen? Wohin sehnst du dich gerade, innerlich wie äußerlich? Und wie oder in welcher Form, so oder so ähnlich, kannst du es umsetzen? Und dieser Weg, zu dem du dich aufgerufen fühlst, nimm den ernst, denn er ist ein gesegneter Weg. Es ist ein Weg, der jetzt wirklich ansteht für dich. Und vertraue darauf, dass deine Intuition dich da auf jeden Fall auch leiten wird, dass du sehr genau wahrnehmen wirst, welcher Weg ist richtig einzuschlagen für dich und welcher nicht. Und vielleicht kennst du das sogar, dass du manchmal in deinem Leben irgendwo unterwegs warst, also weiß nicht, spazieren warst in einer Stadt, in der du noch nie warst. Und wo es dich in irgendeine Richtung getrieben hat, wo du nicht nach Stadtplan gegangen bist, sondern nochmal gucken, was wir hier so entdecken, ja, und dein Körper dich irgendwie abbiegen lässt. Oder selbst wenn du in die andere Richtung abbiegst, spürst du ein, oder sollte ich doch lieber da lang gehen? Ja, und achte mal auf so genau solche Momente, solche, wie nennt man das, so ein Gefühl in deinem Körper, wo auch immer das bei dir sitzt, was dich irgendwo hinschiebt, was dich attraktiv anzieht.
Und das auf allen übergeordneten Ebenen. Ja, also wohin fühlst du dich gerufen? Kann ja sein, dass du, weiß ich nicht, dich durch Amazon durchklickst und da wird dir ein Buch vorgeschlagen und dein Auge ist so, wow. Und du würdest dieses Buch normalerweise gar nicht kaufen, aber wenn dir das jetzt passiert im April, dann kauf dieses Buch und lies es. Oder du scrollst dich durch eine Podcast-Auswahl und denkst dir, kenne ich nicht, aber da klicke ich mal drauf. Dann nimm diese Zeichen ernst, weil dein drittes Auge, der Verstand, der nicht in Büchern steht, anfängt anzuspringen und dich zu leiten. Also wohin fühlst du dich gezogen? Was du nicht erklären kannst, wenn jemand sagen würde, wie hast du das entschieden? Wie hast du das gemacht? Und du sagst, ich weiß nicht, das war irgendwie so. Das ist dieses Gefühl, um das es hier geht im April. Achte auf deine Körperreaktion. Achte auch darauf, dass wenn jemand mit dir spricht, zieht es dich an diese Person ran oder spürst du, dass es dich wegzieht, dass der Körper wirklich in so eine Pendelbewegung geht? Oder beobachte auch deine Mimik. Ist sie mehr eingefroren und du versuchst aufmerksam zu sein, weil du es gewohnt bist, bei dieser Person aufmerksam zu sein? Oder merkst du, dass es weich wird, dass es freudig wird, dass du aufgehst, ja, dass dein Herz sich öffnet, dein ganzer Raum sich öffnet? Achte auf solche Zeichen. Und nutze die als Wegweiser, als gesegneten Wegweiser für den Weg, der dich ruft. Die Aufbruchstimmung, die sich zeigt. So, dann schauen wir mal rein, was die Karten dir noch für die einzelnen Wochen dazu sagen wollen. Wie gesagt, das waren jetzt die übergeordneten Botschaften, der rote Faden, das Thema für deinen April, liebe Waage. So, die Karten liegen noch hier. Und wir schauen jetzt mal rein, worum es in den einzelnen Wochen geht. Wenn ich die einzelnen Wochen anspreche, dann meine ich in der Tat 1. bis 7., 8. bis 14., 15. bis 21. und den Rest. Weil der 1. April ist ja kein Montag. Von daher, ja, wann ist die erste Woche, wann ist die zweite? Nimm das mal wirklich so, oder so nehme ich es, aber letztendlich gehen die Botschaften eh ineinander über, also du wirst wahrscheinlich nicht genau merken, da ist jetzt die eine Woche um oder ach, das hat sie für die Woche gesagt, aber bei mir kam es eine Woche später oder das hat sie gesagt, aber das war schon vorher da. So, was haben wir hier? Wir haben für Woche 1 den Turm und den Buben der Kelche. Für Woche 2 haben wir 9 der Kelche und die Judgment-Karte, die Gerichtskarte. Für Woche 3 haben wir den Buben der Münzen und den Triumphwagen, den Wagen. Das ist in der Tat meine Lieblingskarte in diesem Deck. Ich zeige sie dir gleich. Ich finde die so niedlich. Und für Woche 4 haben wir 4 der Münzen und die Mäßigkeit, die Balancekarte. Wenn dich übrigens interessiert, welche Kartendecks ich hier nutze, ich habe die dir unten in der Infobox verlinkt, dann kannst du da einfach mal nachschauen. So, liebe Waage, ich muss gestehen, es sieht aus, als würde eine Trennung ins Haus stehen, die dir ermöglicht, in ein neues Leben reinzuschreiten. So, jetzt bin ich ja als Business-Medium natürlich auch angehalten, das Ganze businessmäßig zu deuten. Aber schau mal, ob es auch mit einer privaten Trennung einhergehen kann. Ob es jetzt partnerschaftlich gemeint ist oder im Freundeskreis. Ne? Wir hatten ja auch, glaube ich, in den Wochenreadings bei der Waage gehabt. Guck mal, mit wem du dich umgibst, ob es da was aufzuräumen geht. Menschen, die dich vielleicht runterziehen, die, ne, was wir gerade hatten mit diesem, nimm dies als Indikator, wenn du dich mit jemandem unterhältst. Gehst dein Herz auf oder gehst du auf, ja, was hat sich da ereignet?
wo du sagst, da müsste ich vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Welche Menschen tun mir gut, welche vielleicht nicht mehr. Aber unter einem Business-Kontext, ja, entweder es steht da eine Veränderung an oder du hast sie sogar schon vollzogen und dein ganzes Körpersystem ist aber noch nicht richtig angekommen in dieser Veränderung. Also sprich, sagen wir mal, du hast vielleicht schon deine Kündigung geschrieben, hängst aber noch in der Probe, in dieser Kündigungszeit fest, bis du dann aus der Firma austreten kannst. Oder du hast vielleicht schon innerlich gekündigt, hast die Kündigung aber noch nicht abgeschickt. Oder auch verlässt vielleicht die eine Abteilung, um in eine andere Abteilung zu wechseln. Also du hast die alte Stelle gekündigt, bleibst aber in der Firma, weil du einfach nur die Position wechselst, vielleicht vom Mitarbeiter zur Führungskraft wirst, vielleicht in eine andere Abteilung übersiedelst. Ja, also nimm Kündigung und Trennung jetzt nicht allzu wörtlich, sondern es kann auch einfach eine Veränderung sein, ein Upgrade sein. Es kann auch, gut, Baby liegt jetzt hier nicht, wirklich fruchtbar sieht es hier nicht aus. Also, ne, dass du vielleicht deinen Job auf Pause machst, weil du in die Babyzeit gehst. Ja, also ich nenne jetzt nur Beispiele. Ich glaube nicht, dass hier eine Schwangerschaft im Raum liegt. Aber irgendeine Veränderung in dir, die dazu führt, dass du auch das Außen verändern möchtest. Und wenn wir hier in Woche 1 schauen, wir haben die Turmkarte. Und wenn ein Turm fällt, dann macht er das nicht über Nacht. Also Turm heißt etwas, was nicht mehr länger passt, ist jetzt auch von der Veränderung nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen meine ich, also wenn man jetzt einen Job kündigt zum Beispiel, dann macht man das ja nicht so super spontan, sondern da ist ja vorher schon viel passiert. Da war ja vorher schon viel in der Schieflage, wie wir es hier in dem Turm sehen, was dann dazu führt, dass der zu kippen, zu bröckeln anfängt und dann umkippt, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Oder eben, du bist so über dich hinausgewachsen, dass der Job, den du jetzt machst, einfach auch nicht mehr zu dir passt und es Zeit ist, neu kreativ zu werden und dir deinen neuen Weg zu erschaffen. Wie hätten wir es denn gerne? Also dir das eben auch wirklich, dir diese Frage zu stellen, okay, wenn ich das Alte jetzt verlasse, wie hätte ich es denn gerne stattdessen? Und wenn du ein eigenes Business hast, dann kann sich diese Frage ganz genauso stellen. Bin ich aus meinem bestehenden Business vielleicht rausgewachsen? Und es ist an der Zeit, mich nochmal neu zu erfinden, mich auf ein neues Level zu heben, weil das alte Level einfach nicht mehr zu mir passt. Und es ist an der Zeit, dass ich selbst diesen Turm, den ich mir selber aufgebaut habe, jetzt einreiße und mir erlaube, dem Ruf, den ich wahrnehme, zu folgen und auf einen neuen, gottgewollten, gesegneten Weg zu treten, den ich mir selber neu kreieren und schaffen darf. Ich reiß das Alte ein und mache damit Platz für was Neues. Und wenn die Turmkarte kommt, geht es auch immer darum, dass es eh nicht mehr aufzuhalten ist. Und das wirst du sehr genau wahrnehmen, liebe Waage. Es ist sowieso nicht mehr aufzuhalten. Und wenn du es nicht initiierst, wird es irgendwann so kommen. Und da denke ich jetzt mal ans Beispiel CDs. Wer hätte jemals gedacht, dass es keine CDs mehr gibt? Aber wenn die Firmen, die CDs produziert haben und verkauft haben, ihren CD-Turm nicht selber einreißen und sagen, was machen wir jetzt stattdessen, dann wird der Turm irgendwann eingerissen, weil sie unmodern geworden sind und die Leute halt nur noch MP3s gehört haben auf ihrem iPod. Und deswegen lieber du reißt es ein und stellst dir die Fragen, wo kann es als nächstes hingehen? Was ist mein nächster Weg? Wie hätte ich es gerne, wenn ich mir mein Traumbusiness backen kann? Wie soll das aussehen, bevor jemand anderes kommt und dich überholt oder überrollt, weil es unmodern geworden ist? Und hier in Woche 2, nachdem du dir das kreiert hast in Woche 1, was will ich nicht mehr, was will ich? Geht es in Woche 2 darum, wahrzunehmen, in aller Ruhe wahrzunehmen, was habe ich an Ressourcen alles da, nämlich im Grunde fast alles, was es braucht, um beschwingt meinen neuen Weg
zu gehen, meinen neuen farbenfrohen Weg zu gehen und dieses Ufer, zu dem ich innerlich schon aufgebrochen bin, das mich ruft, jetzt eben auch erreichen zu wollen. Und ich nutze meine Intuition für die Erkenntnisse, die mir da kommen, in ruhigen Momenten. Das sind wirklich die Momente, in denen du die Antworten bekommst, die du mit dem wachen Verstand nicht erreichen kannst. Also schau mal, dass du dich in eine Umgebung begibst, die dich inspiriert. Ja, also hier, er malt ja auch in der Natur und nicht zu Hause. Wo kann ich hingehen, wo ich inspirative Umgebung habe? Wo oder auch mit wem? Und lass die Antworten kommen, ohne dass du sie suchst. Vertrau darauf, dass du die Antworten empfangen wirst, dass dein drittes Auge, dass deine Intuition dich leiten werden. Und dann brich freudvoll, kreativ auf zu neuen Ufern. Und wisse, es funktioniert, weil die gesegnete Karte ist hier auf deiner Seite. So, in Woche 3 kann es sein, dass du dich unsicher fühlen wirst aufgrund dessen, dass du das Ganze in Frage stellst. Das haben wir hier einmal durch den Buben der Münzen, der seine Talente neu entdeckt und der so als Azubi daherkommt, als Neuling auf einem Gebiet. Und das kann natürlich sehr, sehr unsicher machen. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich Studentin war, habe ich am Flughafen gejobbt. Und ich habe gedacht, ich werde mich nie zurechtfinden mit diesen Gängen und Wegen, die ja die Passagiere gar nicht gehen. Da ist ja in den Katakomben so viel los, wo ich wirklich dachte, ich werde es nie kapieren. Und diese ganzen Sicherheitsbestimmungen und wo musst du wie und wo kommst du mit welchem Passwort, mit welchem Nummer, mit welchem was auch immer rein. Und irgendwann war es ganz selbstverständlich. Und hier halt diese Zuversicht zu haben, Moment mal, wenn ich mich für einen neuen Weg entschieden habe, dann ist es nur natürlich, dass ich mich da unsicher fühle, weil ich wieder zum Lehrling werde, weil ich vielleicht nicht genau weiß, welchen Weg muss ich jetzt gehen, was sind die richtigen Schritte. Wohlweislich, mach dir einen Plan, hab eine Karte dabei und wir sehen hier im Hintergrund, du bist dabei, dadurch einen neuen Turm aufzubauen. Den Turm, den du hier eingerissen hast, von dem du dich hier getrennt hast, weil er nicht mehr stimmig war, da ist ein neuer Turm, den du erreichen kannst. Und du hast Wegweiser, du hast Zeichen. Also folge denen auch. Und wenn du mal wirklich nicht weiter weißt, probier einfach einen Weg aus. Stillstand und zu verharren bringt dir mal gerade gar nichts. Aber ob ich this way or that way gehe, okay, im schlimmsten Fall muss ich umkehren und komme wieder hier am Ausgangspunkt an und sage, okay, der war es nicht, dann gehe ich halt doch den. Aber wisse, es ist jetzt an der Zeit, auch in einer gewissen Geschwindigkeit, und wir haben die Hexe hier eben auf ihrem Motorrad und nicht auf ihrem Besen, eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag zu legen und zu sagen, okay, do I take this way or that way? Wofür entscheide ich mich? Ich probiere jetzt einfach mal einen Weg aus, weil Stillstand ist schlimmer als den falschen Weg zu wählen, und selbst der falsche Weg ist der richtige Weg, weil er dir was beibringt, was zeigen wird. Du wirst dadurch was lernen und schlauer werden. Und in Woche 4 kann es in der Tat sein, dass du nochmal in so eine verharrende Energie kommst, in die Erkenntnis, wenn ich was Neues will, muss ich was Altes loslassen. Und er sitzt ja auf seiner Schatzkiste und traut sich nicht, loszulassen. Die Katze guckt aus dem Fenster und denkt sich, Mensch, wir wollten doch aufbrechen, wir wollten doch. Und es kann sein, dass du hier in so eine Stillstand-Energie kommst, vielleicht auch, weil du dich nicht getraut hast, die Entscheidung hier zu treffen. Oder eben, weil du dich unsicher fühlst und dabei übersehen hast, dass es total normal ist, sich unsicher zu fühlen, wenn man was Neues anfängt und einen neuen Prozess beginnt. Also sagen wir mal, die Job-Promotion vom Angestellten zum normal angestellten Mitarbeiter zur Führungskraft, da bist du halt auch wieder Lehrling. Als Führungskraft hast du ja bisher noch nicht gemacht. Du bist aufgestiegen und fühlst dich trotzdem unsicher. Und die Information, bitte verharre nur, um deine Balance zu finden, aber verharre nicht aus Angst, etwas zu verlieren, weil du musst etwas verlieren, damit du Platz machst für was Neues. Also sagen wir mal, wenn du neue Schuhe kaufst und in deinem Schuhschrank ist Platz für 8 Paar Schuhe, dann musst du ein paar über den Jordan schmeißen, damit du wieder das neue Paar Schuhe da reinkriegst. Und so ist diese Karte zu verstehen. Es geht nicht darum, einen neuen Schuhschrank zu kaufen. Es geht darum, was auszumisten,
damit was Neues kommen kann. Es geht darum, einen Turm einzureißen, damit ein neuer Turm an dieser Stelle gebaut werden kann. Du hast nicht den Platz für zwei Türme. Welcher soll es sein? So, also wir sehen, es geht um Entscheidungen, es geht um einen Neuanfang bei dir, es geht darum, Dinge, die schon lange nicht mehr rund sind, sein zu lassen. Das war ja auch die Botschaft deiner Wochenreadings, ich glaube für die letzten Wochen sogar, liebe Waage. Das ist ja eine Botschaft, die ist jetzt nicht neu, aber auch gerade die Portaltage, die uns jetzt begleiten. Wir haben ja 10 Portaltage in Folge seit dem 30. März. Helfen dir natürlich energetisch, das jetzt voranzutragen. Und wie gesagt, es geht jetzt auch darum, so ein bisschen Geschwindigkeit an den Tag zu legen. Ja? Und als Kraft hier an deiner Seite ist der Delfin. Der Delfin, der ja auch immer Fröhlichkeit und Leichtigkeit verspricht. Nimm es leicht, nimm es fröhlich, geh in die Freude, geh in die Farbe. Und es gibt nicht nur eine Wahrheit, ist hier die Antwort. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Nur weil du die Dinge so siehst und damit absolut recht hast, heißt es nicht, dass jeder deine Wahrheit gut finden und akzeptieren muss. Du musst nicht immer jeden überzeugen, weil jeder darf seine eigene Meinung haben. Nur wenn die Meinung der anderen nicht zu deiner passt, dann schau schon, wo du sie einfach liebevoll so sein lassen kannst, wie halt die Meinung anderer ist. Ja, also auch der Delfin ist ja auch eine Freundschaftskarte. Delfine treten im Rudel auf, Familienkarte, ja. Aber schau auch genau, wo du halt sagst, nee, ich breche auf und schau genau, wer mit mir diesen Weg gehen darf und wer nicht. Okay, liebe Waage, ich wünsche dir viel, viel Vergnügen beim Treffen deiner Entscheidungen, beim Wege ausprobieren und freue mich riesig, wenn du in den Kommentaren auch mit mir teilst, inwiefern das resoniert oder du auch sagst, oh ja, Denise, du hast den Nerv getroffen, das stimmt, das steht wirklich an, ich habe mich bisher nicht getraut, vielleicht traue ich mich jetzt im April auch gerade mit diesen Neuanfangsenergien. Ich meine, wir haben auch Ostern, also Neugeburt, Wiedergeburt, das passt ja hier auch super. Wohin ruft es dich? Geh diesen Weg, brich auf, reiß das Alte ein, damit das Neue entstehen kann. Und ja, ich freue mich riesig, wenn dir dieses Video gefällt, dass du mir einen Daumen hoch da lässt, wie gesagt, kommentierst, teilst mit deinen Freunden und sagst, hey, guck mal rein, die Denise macht das recht cool, guck doch mal bei euren Sternzeichen, nutz die Glockenfunktion, abonniere meinen Kanal, dann wirst du informiert, wenn das nächste Video hier für dich zur Verfügung steht. Und am 15. April startet mein nächster Kartenlegekurs. Kartenlegen, intuitives Kartenlegen und Deuten für Einsteiger. Also wenn du sagst, Mensch, ich will das auch selber können, dann guck mal auch hier in der Infobox, habe ich das verlinkt. 15. April geht's los, der Anfängerkartenkurs und am 15. Mai setzen wir dann eins drauf mit dem klassischen Tarotkurs. Wenn du da Lust drauf hast, freue ich mich, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen werden. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen zauberhaften April, frohe Ostern, liebe Waage. Und bis zum nächsten Mal, deine Denise, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars.